Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 33a bis 33c, Beratung der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD mit dem Titel Beschluss des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes sowie zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Nachtrags Haushaltsgesetzes 2021 und Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel für Wirtschaftshilfen, die schnell, unkompliziert und zuverlässig helfen. Zum Entwurf eines Nachtrags Haushaltsgesetzes 2021 der Bundesregierung liegt je ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Über die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD zu Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes werden wir später, wie Sie wissen, namentlich abstimmen. Jetzt kommt was Wichtiges. Zur Annahme dieser Beschlussempfehlung ist die absolute Mehrheit von 355 Stimmen erforderlich. Die Fraktion der AfD hat die Verlängerung der Debattenzeit von 30 Minuten auf 60 Minuten beantragt. Und dazu gebe ich jetzt das Wort dem Kollegen Peter Böhringer. So, also erstmal eine Geschäftsordnungsdebatte. Hören wir mal Peter Böhringer für die AfD-Fraktion. Guten Morgen, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Das Haushaltsfeststellungsrecht nach Artikel 110 Grundgesetz ist ja bekanntlich das Königsrecht des Parlaments. Es gibt kaum ein Vorhaben der Regierung, das nicht mit Budget unterlegt werden muss. Reguläre Haushaltsdebatten im Bundestag wurden darum praktisch immer über zwei Wochen mit etwa 40 Stunden Debattenzeit geführt. Und ja, es ist schon der siebte Haushalt dieser Legislaturperiode. Schlimm genug. Zudem werden wir heute auch noch aufgefordert, die verfassungsrechtliche Notsituation gemäß Artikel 115 Grundgesetz auszurufen und milliardenschwer auszuweiten. Und ja, es ist nur ein Nachtragshaushalt. Doch selbst nur der Nachtrag umfasst 60 Milliarden Euro. In diesem Haus werden oftmals schon Anträge und Gesetze mit unter einem Tausendstel dieses Volumens in 60 Minuten entberaten. Den 21er Haushalt schrauben wir heute mit der Schlussabstimmung auf ein Volumen von 547 Milliarden bei 240 Milliarden Euro Neuverschuldung. Beides die größten Werte der deutschen Geschichte. Die Altparteien haben sich diese Woche trotzdem und für uns völlig überraschend und natürlich auch gegen die Stimmen der AfD auf eine Debattenzeit für die heutige zweite und dritte Haushaltsberatung von nur 30 Minuten verständigt. Irgendwie soll damit wohl eine Art Routine suggeriert werden, trotz der genannten Rekordwerte. Es sei irgendwie alles gesagt, alles solide, alles normal. Das ist die Botschaft, die mit diesem zeitlichen Minimalansatz verbreitet werden soll. Wir können Haushaltsdebatten aber nicht zur unbedeutenden 30 Minuten Routine herabwürdigen. Bei Nachträgen dieser Größenordnung ist das auch noch nie zuvor auch nur vorgeschlagen worden. Und auch die Aussprachen im nicht öffentlichen Ausschuss können die streitbaren Diskussionen hier im Plenum nicht ersetzen. Die Halbierung von 60 auf 30 Minuten hätte nicht nur die zwingende praktische Folge einer schlicht unzureichenden Debatte, sondern wäre auch symbolisch ein fatales Signal, dass ein zu 44% auf Schulden aufgebauter Haushalt irgendwie normal sei und ohne weitere Worte passieren kann. Die Koalitionsfraktion selbst hat noch vor wenigen Tagen 60 Minuten für den heutigen Tagesordnungspunkt vorgesehen gehabt, entsprechend dem langjährigen Usus eben. Und wie ich gestern aus dem Ältestenrat höre, sieht auch Bundestagspräsident, der Präsident, die Debatten von nur 30 Minuten in der Kanzleizeit kritisch. Die AfD-Fraktion beantragt darum, die heutige wichtige Debatte wieder auf die absolute Minimumzeit von 60 Minuten hochzustufen. Ich werbe dafür um Ihre Zustimmung. Dankeschön. Ja, das ist also der Geschäftsordnungsantrag der AfD-Fraktion, den Peter Böhringer hier für die AfD formuliert hat. Er ist auch Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Ich danke Ihnen und das Wort zur Gegenrede hat Carsten Schneider. Carsten Schneider ist der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Guten Morgen, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wir sind am Freitagmorgen 9 Uhr in der Kernzeit. Der Bundesfinanzminister ist da. Wir beraten den Nachtragshaushalt des Bundes. Tages und der für die Bundesrepublik ein ganz substanzieller und wichtiger Beitrag in der Stabilisierung unserer Volkswirtschaft. Jetzt geht es darum, 30 Minuten mehr oder weniger. Wir haben hier gestern, das insinuieren Sie ja, Herr Böhringer, als würden wir hier unsere Arbeit nicht machen. Wir haben Mittwoch lange getagt, wir haben gestern bis am Mitternacht getagt, wir tagen hier heute bis 18 Uhr. Wir haben sehr, sehr viele Debattenbeiträge und Gesetze, die wir in den nächsten Wochen im Bundestag noch debattieren und beschließen wollen. Und wir tun das in klarer demokratischer Manier und auch Aussprache. Sie hatten Gelegenheit, im Haushaltsausschuss alle Fragen zu stellen, die notwendig sind, um für Ihre Fragen, die Sie eventuell haben, Antworten zu bekommen. Sie hätten die Möglichkeit auch gehabt, weitere Ministerien als nur die betroffenen Einzelpläne, also Gesundheit und wirtschaftliche Hilfen, in Frage zu stellen oder auch zu anzuhören. Das haben Sie nicht getan. Es gab eine Sondersitzung, in der der Bundesfinanzminister vorgetragen hat. Der Bundesfinanzminister hat den Gesetzentwurf hier eingebracht. Er wird jetzt auch widersprechen. Mehr Transparenz geht einfach nicht. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen zu einer Entscheidung kommen. Wir wollen entscheiden, wir wollen nicht verhindern, wir wollen nicht Sand im Getriebe sein wie die AfD, sondern wir wollen, dass es läuft in Deutschland. Dafür brauchen wir diesen Bundeshaushalt, insbesondere nochmal für die Hilfen, die wir für junge Familien, für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die unter dem Problem von Corona leiden, dass sie lernschwach sind. Da haben wir Veränderungen gemacht. Keine Vorschläge von Ihnen, reine Obstruktion. Der Bundestag ist Kern der Debatte, das machen wir, aber auch der Entscheidung. Das wollen wir. Vielen Dank. Vielen Dank, Carsten Schneider. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag der AfD-Fraktion. Wer stimmt für diesen Antrag? Ich danke Ihnen. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Gibt es nicht. Der Geschäftsordnungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die AfD-Fraktion. Abgelehnt wurde er von allen anderen Fraktionen des Hauses. Damit bleibt es also bei der beschlossenen Debattendauer von 30 Minuten. Und die Debatte eröffne ich jetzt und gebe als ersten Redner das Wort dem Bundesminister Olaf Scholz für die Bundesregierung. Ja, also jetzt die zweite, dritte Lesung des Nachtragshaushaltes und der Bundesfinanzminister beginnt hier. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, am Mittwoch haben wir die Bundesnotbremse hier im Deutschen Bundestag beschlossen. Der Bundesrat hat unterdessen zugestimmt und das Gesetz ist so weit, dass es nun in Kraft treten kann. Das alles ist gemacht worden, damit wir die dritte Welle der Pandemie brechen können. Und es zeigt, die Lage ist ernst. Wir müssen etwas tun, aber wir handeln. Was wir heute tun, ist, dass wir über einen ergänzenden Baustein diskutieren. Etwas, was wir machen, um ebenfalls dafür zu sorgen, dass wir diese Pandemie überwinden und eine bessere Zeit erreichen. Und dazu dient der Nachtragshaushalt. Es geht darum, nach vorne zu kommen, die Pandemie zu überwinden. Es geht um Mittel für den Gesundheitsschutz und es geht um finanzielle Unterstützung wie die Überbrückungshilfe 3 und viele, viele Unterstützung für Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da der Bundestag die pandemische Notlage bis zum 30. Juni festgestellt hat, haben wir auch die Unterstützungsleistung verlängert und ausgebaut. Zusätzliche Unternehmenshilfen sind bewilligt worden. Die Impfstoffbeschaffung wird besser unterstützt und die Impf- und Testkampagne sowie der Kinderbonus sind für 2021 vorgesehen. Massive finanzielle Unterstützung für die ganze Gesellschaft. Sie kommen auch an, die Unternehmenshilfen zum Beispiel. Auf Bundesebene sind bereits fast 95 Milliarden Euro abgeflossen. Und das ohne die Mittel für Kurzarbeit und die steuerrechtlichen Maßnahmen. All das sichert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. All das ist die Grundlage dafür, dass Deutschland wirtschaftlich besser durch die Krise gekommen ist als viele, viele andere Länder. Und wir sagen heute, wir werden das bis zum Ende der ganzen Zeit durchhalten. Wir stehen bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern und bei den Unternehmen. Denn nach der Pandemie wollen wir durchstarten. Wir werden wieder miteinander und nicht zu Hause auf Abstand sein. Das gesellschaftliche Leben wird wieder voll da sein. Die Kinder in ihren Schulen und Kitas. Und wir werden im Spätsommer hoffentlich wieder in einem Biergarten sitzen können.
Und wir werden auch wirtschaftlich wieder durchstarten können. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit sind, werden zurückkehren können an ihren Arbeitsplatz. Die vielen Selbstständigen und Künstlerinnen werden wieder ihrer Tätigkeit nachgehen können. Dass das möglich ist, müssen wir jetzt planen. Dafür tragen wir Vorsorge mit diesem Nachtragshaushalt. Es geht um Geld, aber es geht um viel mehr. Es geht um die Zukunft und den Wiederaufstieg in unserem Land. Das ist ein Teil der Hoffnung, die mir sehr wichtig ist. Durchstarten heißt auch, erst recht nach der Pandemie haben wir unsere Zukunftsaufgaben zu lösen. Und sie müssen unsere große Aufmerksamkeit haben. Es geht um unsere wirtschaftliche Stärke in den 20er Jahren, um sichere Arbeitsplätze, den Klimaschutz und die moderne digitale Infrastruktur, um nur ein paar sehr wichtige Aufgaben zu nennen. Wir brauchen ein hohes Niveau an Investitionen in den Klimaschutz, in den digitalen Wandel und die Mobilitäts- und Energiewende. Damit die Innovationen gelingen, müssen wir aber auch hohe Investitionen im Bundeshaushalt absichern. Und das geschieht mit dem, was wir hier tun. 59 Milliarden in diesem Jahr, 50 Milliarden in all den Folgejahren. Das ist ein Rekordniveau, ein notwendiges, aber ein richtiges Rekordniveau für Investitionen in die Zukunft. Der Bundeshaushalt besteht aber nicht nur aus Ausgaben, sondern auch aus Einnahmen. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, dass wir gerade dabei sind, mühselige Fortschritte Stück für Stück voranzubringen, die notwendig sind, indem wir nämlich für eine faire Steuerpolitik kämpfen, indem wir uns dafür einsetzen, der Steuervermeidung und der internationalen Steuerverlagerung entgegenzutreten. Herr Kollege Scholz, sind Sie offen für eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Fritsch aus der FDP? Ach ja. Ich danke für diese Großzügigkeit, Herr Minister. Herr Minister, da Sie ja keine einzige Minute, nachdem Sie ganz am Anfang mal kurz den Haushalt vorgestellt haben, keine einzige Minute während der Haushaltsberatungen im Haushaltsausschuss waren und jetzt hier gesagt haben, dass Sie die Investitionen hochgefahren haben, würde ich Sie fragen, ob es stimmt, dass Sie in den Haushaltsberatungen als Koalition die Investitionen wieder runtergefahren haben in Milliardenbeträgen? Es ist, Herr Fricke. Schönen Dank für Ihre Frage. Wir haben hier eine sehr langfristige Investitionspolitik. Und ich sage das nochmal, jedes Jahr werden es in den künftigen Jahren 50 Milliarden sein. Und wir werden in diesem Jahr 59 Milliarden haben. Ich habe es bereits berichtet. Es ist eine ganz starke Investitionspolitik. Und es ist etwas, was man, glaube ich, nicht in jeder Koalition zustande kriegt. Aber in dieser haben wir es immerhin geschafft. Und das ist ein guter Fortschritt. Ich will zurückkommen zu dem, was ich eben versucht habe anzufangen, nämlich darauf hinzuweisen, man darf nicht nur über das Geld, das man ausgibt, redet, sondern man muss auch darüber reden, wie wir die richtigen Einnahmen haben, indem wir für faire Steuern und gegen Steuervermeidung und Steuerverlagerung uns einsetzen. Und deshalb hier der Hinweis auf eine ganze Reihe von Vorhaben, die gegenwärtig im Gange sind. Zum Beispiel das Steueroasenabwehrgesetz, zum Beispiel die Regelung zu den Share-Deals, die nun was geworden ist, zum Beispiel die Beratung über die Anti-Steuervermeidungsrichtlinie. Alles das gehört zu dem Gefüge unserer Haushaltspolitik dazu, weil es dazu beiträgt, dass eine Krise, die in dieser Art und Weise stattfindet, auch von den Nationalstaaten bekämpft werden kann, weil es keine Verlagerung gibt. Und deshalb auch das noch zum Schluss. Wir haben einen großen Aufschlag, der jetzt möglich wird, auch in der Verbindung mit der neuen amerikanischen Regierung, dass wir eine effektive globale Mindestbesteuerung in der Welt durchsetzen. Und wenn das jetzt eine der folgenden Pandemie ist, dann ist das etwas, was uns weiterhelfen, weit nach der Zeit, wenn die Pandemie vielleicht nur noch eine Erinnerung ist. Schönen Dank. Vielen Dank. Ja, zusätzliche Mittel für Unternehmenshilfen, pandemiebedingte Ausgaben wie etwa für die Impf- und Testkampagne, aber auch Steuermindereinnahmen von rund 9 Milliarden für Hilfen wie den Kinderbonus. All das trägt dazu bei, dass wir nochmals eine neue Verschuldung für das kommende Jahr um weitere 60,4 Milliarden Euro hier auf dem Papier stehen haben. Und darüber wird jetzt nochmal debattiert. Es fängt für die AfD an. Volker Münz. Frau Präsidentin. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, mit dem Nachtragshaushalt sollen noch einmal 60 Milliarden Euro mehr Schulden aufgenommen werden als geplant. Damit wird
für das laufende Jahr eine Neuverschuldung von gigantischen 240 Milliarden Euro veranschlagt. Fast die Hälfte des Bundeshaushalts wird über Neuverschuldung finanziert. So etwas hat es noch nie gegeben, meine Damen und Herren. Und dies funktioniert nur, weil wieder einmal die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse durch Feststellung einer Notsituation aufgehoben werden soll. Dem werden wir nicht zustimmen, meine Damen und Herren. Diese Schuldenorgie ist unverantwortlich und geschieht auf Kosten der nachkommenden Generationen. Hinzu kommen ja auch noch die Mithaftung Deutschlands für die Schuldenaufnahme der EU und für die Euro-Rettung. Auch der Bundesrechnungshof kritisiert die Haushaltsplanung deutlich. Die Haushaltslage sei besorgniserregend wegen der Schuldenlawine. Zitat Bundesrechnungshof. Es werden insbesondere zusätzliche Corona-Unternehmenshilfen veranschlagt. Ja, diese Zahlungen an die Unternehmen sind notwendig. Es sind auch keine Hilfen, sondern de facto Teilentschädigungen für monatelange Umsatzausfälle und Berufsverbote aufgrund staatlicher Anordnung, meine Damen und Herren. Statt immer hemmungsloser Schulden zu machen, gehört die gesamte Ausgabenseite auf den Prüfstand. Strukturelle Änderungen sind notwendig. In der aktuellen Lage müssen dann eben Bereiche, die mit Corona nichts zu tun haben, gekürzt werden, statt immer mehr aufgestockt werden. Die gigantischen Ausgaben und die Vernichtung von volkswirtschaftlichem Vermögen durch die Energiewende sollten wenigstens in der jetzigen Situation drastisch zurückgefahren und Maßnahmen wie das Abschalten von Kraftwerken zumindest ausgesetzt werden. Dieser Bundeshaushalt ist unsolide, die Neuverschuldung in dieser Höhe unverantwortlich. Die AfD wird dem Nachtragshaushalt nicht zustimmen. Wir werden ablehnen, meine Damen und Herren. Dankeschön, Herr Münz. Herr Münz war das für die AfD-Fraktion und es folgt jetzt für die CDU-CSU-Fraktion, deren haushaltspolitischer Sprecher Eckhard Rehberg. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Eckhard Rehberg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zum Haushalt komme, ein Wort zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Eigenmittelbeschluss. Sehr zu begrüßen, dass die einstweilige Anordnung abgelehnt worden ist und der Bundespräsident unterzeichnen kann. Aber ich rate jedem, auch Ihnen, Herr Finanzminister Scholz und Ihnen, Herr Staatsminister Roth, sich die 49 Seiten gründlich durchzulesen. Und hier hat Karlsruhe sehr deutlich gemacht, dass das einmalig ist, temporär, und dass es kein Einstieg in eine Fiskal-Schuldenunion sein kann. Und deswegen warte ich in aller Ruhe und Gelassenheit auch die Entscheidung in der Hauptsache ab. Und da gehe ich davon aus, dass Karlsruhe hier schon ein paar Leitplanken einziehen wird, die der Rechtsauffassung der Unionsfraktion und die wir gemeinsam mit der SPD in unserem Antrag zum Ausdruck gebracht haben, noch mal unterstützen und untersetzen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Haushalt 2021 und der Nachtrag, die müssen reichen, in Anführungsstrichen, bis ins nächste Jahr. Und deswegen ist es richtig, dass wir Vorsorge getroffen haben. Ja, wir haben eine Bundestagswahl vor uns. Wir haben das Ende der Legislaturperiode vor uns. Wir haben dann vor uns eine Zeit, wo eine Bundesregierung nur amtiert. Und dann, glaube ich, ist es klug, die Unternehmenshilfen noch mal aufgestockt zu haben. Und auch gerade für die Pandemievorsorge. Übrigens, wir haben schon 25 Milliarden Euro in diesem Jahr zusätzlich Geld ausgegeben. Testen, Impfstoffe, Krankenhausfinanzierung. Und deswegen ist es klug, auch mit Blick auf die vorläufige Haushaltsführung, das hier so zu machen, wie wir es getan haben. Ja, Herr Kollege Dürr, die korrekten Zahlen sind folgende bei den Unternehmenshilfen. Beantragt worden sind insgesamt runde 21 Milliarden Euro.
Davon sind bei den November- und Dezemberhilfen. Und deswegen, glaube ich, tun wir uns alle keinen Gefallen, ständig zu lamentieren, dass hier nicht ausgezahlt wird. 85% im Schnitt in Deutschland ausgezahlt worden. Von Mitte 60 bis über 90% in Mecklenburg-Vorpommern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch bei der Überbrückungshilfe 3, Antragsvolumen steigt stetig übrigens, sind fast 50% der beantragten Mittel ausgereicht worden. Und deswegen glaube ich, das funktioniert jetzt, das System. Und dass wir hier noch mal erweitert haben, ist auch richtig. Stichwort noch mal eine Verbesserung, Eigenkapitalzuschuss. Und noch einen Satz sagen zu der Pandemievorsorge. Wir haben hier 10 Milliarden Euro bei den Verpflichtungsermächtigungen draufgepackt. Ich halte es für richtig. Niemand weiß, müssen wir eine Auffrischungsimpfung vornehmen. Niemand weiß, sind die Impfungen, die heute, was heute verimpft wird, die Impfstoffe wirklich immun, eine Dauerimmunität. Und deswegen, glaube ich, ist das richtig. Und auch niemand kann eine Prognose wagen, wie wird die Situation sein bei den Krankenhäusern. Wir haben dann in dem Nachtragshaushalt noch mal dafür gesorgt, ein ganz wichtiges Zukunftsthema, dass Deutschland sich heute schon Wasserstoff weltweit beschaffen kann mit Verträgen für die nächsten 10 Jahre. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird ein Run auf grünen Wasserstoff, auch auf Derivate weltweit losgehen. Und deswegen haben wir hier dafür gesorgt, durch Umschichtung, dass hier das Bundeswirtschaftsministerium handlungsfähig ist. Die Deutsche Bahn, und darauf weise ich darauf hin, das ist noch nicht der Schadensausgleich, es ist der Ausgleich für die Dividende, die in die Luft geht, damit weiter instand gehalten werden kann. Und es sind 2 Teilmodule, Reduzierung der Trassenpreise beim Schienenpersonenfernverkehr und beim Schienengüterverkehr. Das sind Branchenlösungen. Diese Lösungen gelten nicht nur für die Deutsche Bahn. Der Schadensausgleich kommt erst später, nur an einem Nebensatz. Die Koalition hat den Vorstand der Bahn AG und deren Töchter, die sind genau benannt, dass sie auf variable Vergütung verzichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zinsausgaben steigen um 4,5 Milliarden. Und ich sage das all denen, gibt eine kleine Anfrage der FDP. Wir haben Stand heute als Bund 1230 Milliarden Euro Schulden. Da sollen in diesem Jahr 240 hinzukommen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so sein. Aber ich rechne mal vielleicht Ende 2022 mit 1500 Milliarden Schulden. Wenn nur die Zinsen um 10 Basispunkte steigen, dann sind das 1,5 Milliarden. Wenn sie um 40 steigen, sind es 6 Milliarden. Und das kumuliert sich dann. 6 und 6 und 6 und 6. Das muss man jetzt nicht beschreien, aber allein dieses Jahr haben wir rund 300 Milliarden umzuwälzen an dieser Stelle. Und wie gesagt, man hat nur noch die 10-jährigen Bundesanleihen im leichten Minus, die 30-jährigen nicht. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir wirklich, und da hat Paul Ziemiak, unser Generalsekretär, recht, schnellstmöglich wieder zur Schuldenbremse zurückkommen. Wir sollten wirklich alles dazu tun, an dieser Stelle zu sagen, zur Nachhaltigkeit gehört Klimaschutz. Zur Nachhaltigkeit gehört Digitalisierung in Deutschland. Aber Deutschland hat stark gemacht, gerade auch im letzten Jahrzehnt, dass wir eins verbunden haben: solide Haushaltspolitik und Wachstumspolitik. Und nur deswegen, Herr Bundesfinanzminister Scholz, sind wir so gut in die Krise reingekommen. Und ich hoffe, dass wir die Lösungen, die wir nach der letzten Finanzkrise vorgenommen haben, wiedernehmen. Und noch eine letzte Bemerkung: Nicht die Staatsquote ist die entscheidende Quote, um aus Schulden herauszukommen, sondern die Kreditfinanzierungsquote des Bundeshaushaltes. Und die ist leider in diesem Jahr 44% und 2010 war sie nur 15%. Herzlichen Dank. Eckhard Rehberg war das, der Haushälter der CDU-CSU-Fraktion. Ja, die Schuldenbremse hat er angesprochen und die ist ja bereits vom Bundestag für letztes Jahr und auch für dieses Jahr schon ausgesetzt worden, um überhaupt diese Rekordneuverschuldung möglich zu machen. Denn das Grundgesetz sieht ja eben eine Schuldenbremse vor. Aber auch heute muss wegen dieser noch höheren Neuverschuldung nochmals über die Aussetzung der Schuldenbremse abgestimmt werden.
Dieser Nachtragshaushalt ist das haushalterische Gegenstück zum Infektionsschutzgesetz vom Mittwoch. Die Öffentlichkeit fragt sich verwundert und reibt sich die Augen, wo eigentlich die Zahlen herkommen und was das konkret gegen die Bekämpfung der Pandemie ausrichten soll, dieser Haushalt. Beispiel Unternehmenshilfen. Da mangelt es ja nicht an Haushaltsmitteln, Herr Kollege Rebeck. Es ist ja nicht so, dass der Haushalt leer gelaufen sei, allein die Reste aus dem Jahr 2020, sondern es mangelt an der Umsetzung. Man hat den Eindruck, Sie stellen die Gießkanne neben die Pflanze, ohne zu gießen. Wundern sich, dass die vertrocknet. Und die Antwort der Großen Koalition lautet dann, lasst uns mehr Wasser in die Gießkanne tun. Das hat mit vernünftiger Haushaltspolitik und Unternehmenshilfen überhaupt gar nichts zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie viel besser wäre es gewesen, spätestens jetzt, ich sage das in Richtung der Kollegen der CDU, CSU, Herr Kollege Brinkhaus, Herr Fraktionsvorsitzender, wie viel besser wäre es gewesen, unseren Vorschlag einer negativen Gewinnsteuer, das, was alle Ökonomen in Deutschland sagen, endlich den steuerlichen Verlustrücktritt deutlich auszuweiten, hier jetzt umzusetzen, das wären Unternehmenshilfen für den Mittelstand in Deutschland gewesen. Herr Brinkhaus, Sie haben nichts dazu beigetragen. Außer moralische Reden vom Mittwoch, um das in aller Klarheit zu sagen. Und zweitens, es gibt ja auch keinerlei Anstrengungen, überflüssige, unnötige Ausgaben einmal zu überprüfen. Stattdessen arbeiten Sie mit dem schönen Kürzel GMA. Leider nicht globale Minderausgabe, sondern globale Mehrausgabe. Die globale Mehrausgabe ist nichts anderes als, wir haben keinen blassen Schimmer, was wir mit dem Geld machen wollen, aber wir stellen es ins Schaufenster, um dem Kanzlerkandidaten der SPD seinen Wahlkampf zu versüßen. Das hat mit Corona-Pandemie-Bekämpfung nichts zu tun, liebe Kollegen. Deswegen ist dieser Haushalt überflüssig. Und das bei einer Rücklage, Herr Scholz, von 50 Milliarden Euro. Da liegen 50 Milliarden Euro in der Rücklage und es werden 60 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Und an dieser Stelle will ich unterstreichen, das funktioniert so nicht, auch nicht bei den Unternehmenshilfen. Weil Sie es gerade hier noch mal behauptet haben, Ihr Kollege Herr Altmaier benutzt ja diese Zahlen auch. Sie haben gesagt, wir haben 95 Milliarden Euro Unternehmenshilfen ausgegeben. Ich bin dankbar, Herr Rebeck, dass Sie das gerade klargestellt haben. Die Wahrheit ist, es sind nicht 95 Milliarden Euro. Der Großteil davon sind Kredite, die der deutsche Mittelstand Cent für Cent zurückzahlen muss. Die Unternehmenshilfen sind gerade mal 22 Milliarden. So etwas zu erzählen und dann zu behaupten, die Unternehmer sollen nicht meckern, ist ein Skandal. Es geht vielen Mittelständlern schlecht in Deutschland und sie tun nichts, um ihnen zu helfen. Und dass die Investitionsquote zurückgeht, hat der Kollege Fricke in seiner Nachfrage noch mal unterstrichen und Sie mussten es ja zugeben. Ich will das zum Schluss sagen. Dieser Bundeshaushalt trägt nicht dazu bei, dass zügiger geimpft wird. Es wird nicht mehr getestet in Deutschland. Und die Corona-Hilfen werden nicht schneller ausgezahlt. Und trotzdem machen Sie 60 Milliarden Euro zusätzlich Schulden. Noch nie war der Satz so richtig über Gesetze. Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, liebe Kollegen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Und das geht auch für diesen Nachtragshaushalt. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian Dürr. Ja, Christian Dürr war das für die FDP-Fraktion der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und er hat einen Kritikpunkt formuliert, den die FDP auch hier nochmal in Form eines Entschließungseintrages, der gleich abgestimmt werden muss, einbringt, nämlich die weitere Erhöhung der globalen Mehrausgaben. Die FDP sagt, das sei nicht nötig. Hören wir mal für die Linke, was Gesine Lötsch zu sagen hat. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt nachweislich Gewinner und Verlierer der Pandemie, aber das ist kein Naturgesetz, sondern Ergebnis politischer Entscheidungen. Und hier muss sich grundlegend etwas ändern, meine Damen und Herren. Darum stellen wir als Linke zwei Fragen an den Nachtragshaushalt. Erstens, zieht er die Gewinner zur Finanzierung des Gemeinwesens heran? Und zweitens, unterstützt er die Verlierer wirkungsvoll? Beide Fragen muss ich mit Nein beantworten, und das ist wirklich fatal, meine Damen und Herren. Nehmen wir das Beispiel der Selbstständigen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine Studie vorgelegt, aus der hervorgeht, dass Frauen, die selbstständig sind, mit einer 60% höheren Wahrscheinlichkeit härter von der Pandemie betroffen sind als selbstständige Männer. Und diese Ungleichheit können wir nicht akzeptieren. Hier muss gegengesteuert werden, meine Damen und Herren. Die Pandemierechnung verschicken Sie jetzt schon an alle Privathaushalte. Doch was ist mit der Wirtschaft?
Die Produktion läuft in vielen Bereichen einfach so weiter, als ob es keine Pandemie gäbe. Wir fordern, dass die Menschen in der Produktion effektiv geschützt werden, aber das ist ihnen zu anstrengend. Sie wollen der Wirtschaft nicht zu nahe treten. Hier brauchen wir endlich einen effektiven Schutz der Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten, meine Damen und Herren. Und wir müssen auch die Frage stellen, zählen denn die Freiheitsrechte der Wirtschaft mehr als die Rechte von einzelnen Menschen? Ich sage, wenn wir nicht systemrelevante Produktion, zum Beispiel die Rüstungsindustrie, reduzieren, dann wäre das eine wirksame Maßnahme. Damit wäre allen geholfen und die Gesundheit würde geschützt. Im Nachtragshaushalt steht immer noch nicht, wer die Corona-Rechnung bezahlen soll. Die Vermögenden sind in der Krise noch reicher geworden. Und die zunehmende Ungleichverteilung zwischen oben und unten ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert jetzt eine Vermögensteuer. Das ist gut. Unter der Überschrift Steuergerechtigkeit herstellen, Staatsfinanzen stärken, schlägt der Deutsche Gewerkschaftsbund nicht nur die Wiedereinführung einer Vermögensteuer vor, sondern plädiert auch für höhere Erbschafts-, Einkommens- und Körperschaftssteuern. Wir als Linke sagen, das ist der richtige Weg. Nun ist ja die Schuldenbremse hier wieder gelobt worden und die Behauptung aufgestellt worden, die Schuldenbremse stünde für Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. Wir sagen Ihnen ganz deutlich, das Gegenteil ist der Fall. Die Schuldenbremse ist etwas, was gegen Nachhaltigkeit und gegen Generationengerechtigkeit steht. Die Schuldenbremse ist eine Investitionsbremse. Darum gehört sie abgeschafft, meine Damen und Herren. Wir sind in Westeuropa Investitionsschlusslicht. Das muss sich ändern. Wir lehnen den Nachtragshaushalt ab. Ein gerechter Haushalt sieht anders aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Gesine Plötsch. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Anja Heiduck. Und sie ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnis Grünen Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dieser Nachtragshaushalt ist notwendig. Wir haben das ja auch schon im letzten Jahr festgestellt. Wir müssen auf die Krise mit schnellen und wirksamen und ausreichenden Hilfen reagieren. Ausdrückliche Unterstützung auch von unserer grünen Fraktion. Man kann das Ganze auch so beschreiben. Wir haben von der Krediterlaubnis im Jahr 2020 mit über 80 Milliarden nicht Gebrauch gemacht. Und jetzt im Jahr 2021 beantragen wir noch mal 60 Milliarden mehr. Nicht Gebrauch gemacht haben wir, weil teilweise die Hilfen auch nicht gut umgesetzt wurden. Das haben wir auch kritisiert mit Blick auf die Wirtschaftshilfen. Aber faktisch bedeutet es, dass die Kreditaufnahmeerlaubnis, um die wir heute noch mal abstimmen, faktisch eine Verschiebung ist von 2020 auf 2021 in der Summe der Gesamtjahre zur Krisenbekämpfung, ist das ziemlich gleich hoch. Das mal zur Einordnung in Richtung FDP und AfD. Wenn Sie das für überflüssig und falsch halten, und wenn Sie das geißeln, dann bedeutet das auch, dass Sie eben sich von den notwendigen Ausgaben für die Krankenhäuser, für die Wirtschaftshilfen, für die Unterstützung von Soloselbstständigen und von den und das Kurzarbeitergeld, dass Sie das gar nicht anscheinend faktisch mittragen wollen. Und das müssen Sie dann auch mal ehrlich zugeben. Frau Kollegin. Ja. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der FDP-Fraktion? Ja, natürlich. Ja, sehr geehrte Frau Kollegin Heiduck, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte Sie noch mal fragen zu den gerade von Ihnen getroffenen Aussagen. Zum Thema Wirtschaftshilfen lagen im Haushalt 2021 39,5 Milliarden Euro. Bis jetzt sind ca. 15 Milliarden Euro abgeflossen. Die Große Koalition möchte jetzt 25,5 Milliarden Euro zusätzlich obendrauf setzen, damit es 65 Milliarden Euro werden. Zu 15 Milliarden Euro Mittelabfluss. Bei dem Thema Pandemiebekämpfung
liegen 35 Milliarden Euro, je nach Rechnung, letztens im Haushaltsausschuss 17 Milliarden Euro bisher gebunden. Ich glaube, beides zeigt sehr deutlich, dass noch Milliarden in diesem Haushalt stecken, die nicht gebunden und auch nicht verausgabt sind und die zur Pandemiebekämpfung und für Wirtschaftshilfen zur Verfügung stehen. Unser Vorschlag war, dass wir die Mai-Steuerschätzung abwarten, um den Haushalt auch bei den Einnahmen nachziehen zu können, denn auch da werden große Veränderungen eintreten. Und deshalb möchte ich Sie schon fragen, ob es wirklich solide Haushaltspolitik ist, jetzt im April hoppla-popp ein Nachtragshaushalt zu beschließen, wenn im Mai die Steuerschätzung kommt, nicht mal in einem halben Monat, um dann auf solider Basis, wie es sich für den Deutschen Bundestag gehört, einen Nachtragshaushalt zu beschließen. Das ist das Anliegen der Freien Demokraten und ich finde, jeder solide Haushälter, Frau Kollegin Heiduck, sollte sich dieser Sache anschließen. Und deshalb möchte ich Sie fragen, ob Sie da eine andere Auffassung haben. Danke schön, Herr Klein, war das für die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Kollege Klein, ich gehe erst mal davon aus, dass Sie diese Verschiebung, die ich gekennzeichnet habe, der Gesamtkreditaufnahme auch anerkennen. Aber ich will sagen, Sie haben im Grunde mit Ihrer Frage ein Argument auch geliefert, warum wir in diesem Jahr für die Wirtschaftshilfen mehr Geld brauchen. Ich bin nämlich mit Ihnen einer kritischen Meinung, dass das nicht in Ordnung war, dass die Wirtschaftshilfen im letzten Jahr schlecht umgesetzt wurden, zu kompliziert waren. Das hat viele Unternehmerinnen und Unternehmer in die Krise gestürzt. Dass das jetzt fließt, wie Eckhard Rehberg gesagt hat, ist ja schön. Aber nach unserer Einschätzung hätte das schneller gehen müssen. Aber das heißt dann auch, dass wir dieses Jahr größere Summen brauchen. Außerdem haben wir den Lockdown verlängern müssen. Sie wissen auch, als wir den Haushalt beschlossen haben, hatten wir die Hoffnung, dass nach dem ersten Quartal vielleicht Besserung eintritt. Wir laufen in ein zweites Quartal, was schwierig ist. Meine Fraktion erkennt an, dass wir Vorsorge treffen müssen für Hilfen für Unternehmerinnen und Unternehmer, Hilfen für mehr Kurzarbeitergeld, Hilfen für auch einen Aufschlag für Hartz-IV-Bezieher. Das kritisieren wir und verstehen es überhaupt nicht, dass die Bundesregierung das nicht macht. Und deswegen glauben wir, dass es richtig ist, Vorsorge zu treffen mit diesem Nachtragshaushalt. Am Ende ist das auch immer nur eine Ausgabeermächtigung. Und das mit Blick in einem Wahljahr, wo wir noch viel Wettbewerb haben werden, ist das eine wichtige Sicherheit und Garantie und Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen muss ich dabei bleiben. Sie sorgen nicht für eine sichere Finanzierung fürs Impfen, fürs Testen, für Krankenhäuser und andere. Und deswegen ist Ihre Ablehnung, dieses Nachtragshaushalt zu kritisieren. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Klein. Ich fahre fort in meiner Rede. Ich habe auch und wir haben auch Kritik an diesem Haushalt und deswegen, weil das gefragt wurde, werden wir uns enthalten. Ich habe das gesagt, wir finden, dass die Hilfen nicht ausreichen, bezogen auf Menschen, die Grundsicherung beziehen. Und wir kritisieren auch, dass die Tilgungsfrist für dieses Programm zu knapp bemessen ist. Es ist schon interessant, dass der Kanzlerkandidat der CDU in Nordrhein-Westfalen die Tilgungsfrist für diese große Kreditaufnahme in seinem Land zusammen mit der FDP auf 50 Jahre setzt. Und Sie wollen das hier auf 20 Jahre befristen. Wir Grünen finden, das ist nicht nötig. Und wir sind da in guter Gesellschaft. Ökonomen wie der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaft, Hüter, spricht auch davon. Es wäre wahrscheinlich viel vernünftiger, eine Tilgungsfrist von 40 Jahren vorzusehen. Aber ich komme zu meinem letzten Punkt. Was ist die große Linie der Finanzpolitik der Zukunft? Wir brauchen ab dem Jahr 2023 wieder eine Konsolidierung bei den laufenden Ausgaben. Aber wir brauchen gleichzeitig, Herr Scholz, ein glaubwürdiges, großes, zuverlässiges Investitionsprogramm. Und von wegen Rekordniveau. Deutschland steht im internationalen Vergleich mit der Investitionsquote am Bruttoinlandsprodukt bei ungefähr 2,5%. Die USA bei 3,5%. Das sind die Zahlen vor Biden. Wenn wir uns ein Biden
Beispiel an Biden und den USA nehmen wollen, mit Blick auf Klimapolitik, endlich sind die wieder dabei, mit Blick auf ein Investitionsprogramm, dann brauchen wir ein Investitionsaufholprogramm, genau wie wir Grünen das darlegen, dass ein Investitionsfonds für 500 Millionen in den nächsten 10 Jahren. Frau Kollegin, und ich brauche jetzt das Ende Ihrer Rede. Und das machen wir, allerletzte Worte, mit einer Investitionsregel, die die Schuldenbremse ergänzt. Und ich hoffe, dass wir Sie davon auch überzeugen können. Schönen Dank. Ihre Maske, Frau Kollegin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Anja Heidung war das, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und der Weg vom Rednerpult zum Platz, da muss die Maske angelegt werden. Tatsächlich zur Rede darf sie dann ja abgenommen werden, wie Sie sehen. Und jetzt hören wir hier eine Aussprache zu der zweiten, dritten Lesung. Nachtragshaushalt Svenja Stadler für die Sozialdemokraten. Sie ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, mehr als ein Jahr Corona hat uns alle doch verdammt viel abverlangt. Und viele sind auch an die Belastungsgrenze gestoßen. Eine Studie sagt, dass Kinder und Jugendliche genauso unter dieser Situation leiden wie wir Erwachsene. Und besonders für diejenigen, die viel getragen haben, aber wenig aufgefangen wurden, werden wir insgesamt 2 Milliarden Euro in die Hand nehmen. 1 Milliarde für Bildung und 1 Milliarde für Familien. Und machen wir uns doch nichts vor. Wir haben doch alle gedacht, dass die Familie uns auffängt, dass sie funktioniert. Und gleichzeitig haben wir doch gemerkt in dieser Corona-Pandemie, dass wir gerade den Näheren, die uns am nächsten sind, gar nicht so nahe kommen durften. Und auf der anderen Seite gab es wiederum Menschen, die durch diese erzwungene und familiäre Enge kaum diese Enge ertragen konnten. Und aus diesem Grund wollen wir die frühkindliche Bildung fördern. Wir wollen Kinder und Jugendliche unterstützen bei Freizeit, Ferien und Sportaktivitäten. Und wir wollen sie unterstützen und begleiten, diese Kinder und Jugendlichen im Alltag. Damit wollen wir auch deutlich machen, dass es neben der Familie, den Freunden und dem sozialen Umfeld so etwas gibt wie eine Solidargemeinschaft, wo es nicht darum geht, den größten Nutzen zu ziehen in der größten Not, sondern es darum geht, zu schauen, wie geht es denn den anderen, den Kleinen, den Jungen, den Familien. 1 Milliarde Euro für Kinder und Jugendliche, die durch die Schließung von Kitas und Schulen ihren Halt verloren haben. Sie sollen davor geschützt werden, isoliert den Sommer verbringen zu müssen. Kinder, die in ihren Familien kein Deutsch lernen, müssen wir dazu befähigen und sie so unterstützen, sich zu artikulieren, denn sonst sind sie doch diejenigen, die sozial isoliert werden. 1 Milliarde für all diejenigen, die durch Corona in eine soziale Notlage geraten sind, besonders für Kinder und Jugendlichen, die eben selbst am wenigsten dafür können. Und eben auch 1 Milliarde für Familien, die diese Belastungsgrenzen doch schon längst überschritten haben. 1 Milliarde Euro für Kinder, Jugendliche und Familie, damit sie sich bewegen, damit sie Sport treiben können, damit sie Lust haben, wieder zusammenzukommen. Denn, und das ist doch das Entscheidende, bei all denen, und das wissen wir doch hier im Hause, einige auch nicht, dass Kinder den persönlichen Kontakt brauchen und der muss erhalten bleiben. Kinder brauchen Kinder, um sich zu entwickeln, um zu leben, um zu toben, um zu lachen. Und wissen Sie, diese tatsächliche Umsetzung dieser 1 Milliarde liegt vertrauensvoll in vielen Händen. Diese Hände können über ganz Deutschland ausgebreitet ein Netz darstellen, um die Schwächsten unter uns abzufangen und ihnen zu zeigen, dass sie Teil dieser Gemeinschaft sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie es uns doch gemeinsam anpacken. Lassen Sie uns doch gemeinsam Kinder, Jugendliche und Familien in dieser Situation unterstützen. Und das können Sie alle, indem Sie dem Nachtragshaushalt einfach zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Svenja Stadler. Das ist Svenja Stadler für die SPD-Fraktion als Mitglied im Haushaltsausschuss und ebenso Mitglied im Haushaltsausschuss. Der nächste Redner hier
Markus Bühl wird es sein. Hier sehen wir ihn schon für die AfD-Fraktion. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Markus Bühl. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit zahlreichen Lockdowns und immer neuen Begriffen für diese ist die Bundesregierung unter immenser Schuldenmacherei durch die letzten Monate geschlingert. Mit der Geldnot nun der nächste Nachtragshaushalt. In diesem sind Mittel für Wirtschaftshilfe vorgesehen, die auch bitter nötig sind, weil ganze Branchen zur Schließung gezwungen wurden. Bei den Betroffenen kommen diese Entschädigungen viel zu langsam an. Schuld daran ist eine Bundesregierung, die Bürokratie ganz groß schreibt und wie gelähmt wirkt vor Mut und Ideenlosigkeit. In diesem Bundeshaushalt werden 44% über Kredite finanziert. In den Jahren 2020 und 2021 beträgt die Schuldenermächtigung 370 Milliarden Euro, also mehr als ein normaler Jahreshaushalt der Bundesrepublik. Eine Antwort, wie diese Schulden zurückbezahlt werden, liefert diese Regierung dagegen nicht. Warum wohl? Die Regierung plant mit neuen Schulden soziale Ruhe bis zur Bundestagswahl. Die bittere Wahrheit, wer soll das bezahlen, wird ganz klein gespielt. Und damit es weniger Kritik im Bundestag gibt, halbieren die Regierungsfraktionen einfach die Debattenzeit. Und während sich draußen gerade entscheidet, was mit ihrer Politik des Versagens von unseren Innenstädten, von Hunderttausenden Arbeitsplätzen und von unserem sozialen Gefüge übrig bleibt, wollen Sie hier den abzuzahlenden Schuldenberg in ein paar Minuten abhandeln. Und wenn in diesem Land Schulden gemacht werden, muss alles auf den Prüfstand, auch eine Asylrücklage. Das haben wir bereits beim Nachtragshaushalt 2020 scharf kritisiert. Die schwarze Null als Ziel solider Haushaltspolitik, das war einmal bei Ihnen. Innerhalb eines Jahres hat diese Regierung mehr Schulden gemacht als in den letzten 20 Jahren zusammen. Wer da noch von gut durchgekommen spricht, hat die Lebenswirklichkeit nicht verstanden. Herzlichen Dank. Danke schön. Ich danke Ihnen und ich gebe das Wort dem letzten Redner in dieser Debatte, Dr. Reinhard Brandl für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Brandl. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dieser Nachtragshaushalt hat zwei Seiten. Die Vorderseite ist die Seite des Mutes und der Entschlossenheit. Die Entschlossenheit, dass wir die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg in diesem Land erfolgreich bewältigen. Mit diesem Nachtragshaushalt stellen wir das notwendige Geld zur Verfügung, um Impfstoffe zu beschaffen, um Schnelltests zu finanzieren, um die Krankenhäuser zu unterstützen. Und wir finanzieren damit praktisch den Weg aus der Krise heraus. Mit diesem Nachtragshaushalt unterstützen wir auch die Unternehmen. Wir stellen das Geld für die Überbrückungshilfe 3 zur Verfügung. Das Geld wird gut angenommen. Die Hilfen laufen. Es ist gut angelegt, weil wir retten, wir helfen damit, Unternehmen und Arbeitsplätze über diese Krise zu kommen, die wir nach dieser Krise dringend brauchen, um einen neuen Aufschwung für Deutschland herzustellen. Und meine Damen und Herren, wir unterstützen mit diesem Nachtragshaushalt gezielt auch die Familien. Es gibt einen Kinderbonus von 150 Euro pro Kind, der damit finanziert wird. Wir alle wissen doch aus unserem eigenen Erleben, was es für Familien bedeutet, wenn ein Kind plötzlich in Quarantäne geschickt wird, wenn kurzfristig Betreuungsmöglichkeiten organisiert werden müssen, wenn Homeschooling ansteht. Wir helfen damit den Familien, die das Geld dringend brauchen. Und wir legen uns eine Vorsorge an. Wir gehen dieses Jahr in den Bundestagswahlkampf. Ich werbe dafür, dass CDU, CSU stark rauskommen. Sie werben für ihre Parteien. Aber auf jeden Fall will ich, dass Deutschland auch in einem Wahljahr zu jeder Zeit handlungsfähig ist. Und wir wissen nicht, was die Pandemie uns noch bringen wird, was für zusätzliche Impfungen noch erforderlich sind. Mit dem Geld stellen wir eine Pandemievorsorge bereit, um in jeder Situation auch das Notwendige tun zu können. Und deswegen ist es richtig, dass wir heute diesem Haushalt zustimmen.
Aber, meine Damen und Herren, der Nachtragshaushalt hat auch eine zweite Seite. Die Seite der Sorgen oder anders ausgedrückt, die Seite der Schulden. Wir erhöhen damit die Nettokreditaufnahme um weitere 60 Milliarden Euro auf 240 Milliarden Euro. Das heißt, während wir in den letzten sechs Jahren in Folge keinen einzigen Euro neue Schulden gemacht haben, sind wir jetzt im Jahr 2021 so weit, innerhalb von ganz kurzer Zeit, dass wir 40% unserer Ausgaben mit Schulden finanzieren müssen. Und mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat im Lockdown, in der Pandemie, kommen wir tiefer in diesen Schuldenstrudel hinein und es wird immer schwieriger herauszukommen. Deswegen brauchen wir die gleiche Entschlossenheit, mit der wir jetzt die Pandemie bekämpfen, in den nächsten Jahren, um unseren Haushalt wieder in Ordnung zu bringen. Und meine Damen und Herren, das wird schwieriger, das wird härter, aber es ist notwendig. Und wer jetzt in dieser Situation fordert, die Schuldenbremse abzuschaffen, der kapituliert. Das Signal wäre fatal, auch in Richtung Europa. Die letzte Krise war eine Staatsschuldenkrise. Wir müssen verhindern, dass die nächste Krise wieder eine Staatsschuldenkrise wird. Wir müssen in Deutschland, in Europa so schnell wie möglich zurückkommen zu stabilen Finanzen, zu konsolidierten Haushalten, um auch langfristig unsere Zukunftsfähigkeit zu erhalten. Und deswegen sage ich von der CDU-CSU, wir unternehmen alles, um die Pandemie zu bekämpfen. Wir stellen das notwendige Geld für Impfstoffe, für Krankenhäuser, für Teststrategien bereit. Aber wir wissen auch, dass die Rechnung dafür noch kommt. Und wir sind auch bereit, in einer nächsten Regierung die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und im wahrsten Sinne des Wortes die Rechnung auch zu bezahlen. Wir stehen für eine solide Finanzpolitik. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Dr. Brandl. Damit schließe ich die Aussprache.